Cool, ja, sorry für die Verspätung. Der Digital Native hatte Probleme mit der Technik. Genau, mein Thema ist, Webtechnologie macht plötzlich Print, wie Print CSS die Branche verändern kann. Ist natürlich ein gewagter Titel, das ist meine These, dass es die Branche verändern wird. Aber über das können wir gerne auch noch streiten nachher. Es ist so, dass wir als Montag, wir sind 4 Personen, wir machen Print CSS in der Praxis. Ich bin kein Coder, ich kann ein bisschen Print CSS, aber wenn da die Programmierer dann kommen, dann überschwemmt mich nicht mit den komplexen Fragen. Ich habe probiert, in diesem Vortrag grundsätzlich zu erklären, was ist Print CSS, was kann es und was sind die Potenziale davon. Bevor wir aber da einsteigen, möchte ich ganz kurz euch so ein bisschen wachrütteln, weil ich wusste, es ist der letzte Talk. Mal Hand heben. Wer hat heute schon Kaffee getrunken? Okay, doch, viele. Hast du heute schon jemand Neues kennengelernt? Auch viele. Hast du heute schon ein PDF geöffnet? Da kommen wir langsam ins Thema. Ein paar, okay. Hast du heute schon eine Website angeschaut? Okay, und jetzt vielleicht der Walk of Shame. Hast du schon mal eine Website ausgedruckt? Doch ein paar. Ich auch schon. Und gleichzeitig denkt ihr euch jetzt vielleicht, ja, eine Webseite ausdrucken, dein Ernst? Nein, das meinen wir damit nicht. Trotzdem hat Print CSS sehr viele Ähnlichkeiten mit dem Web. Und das ist eigentlich das, was ich euch erklären möchte. Ich werde euch zuerst erklären, was ist Print CSS und was ist CSS überhaupt? Was sind die Vorteile von Print CSS? Und dann möchte ich auch noch anschneiden, ob Print CSS vielleicht heute schon praxistauglich ist oder eben nicht. Print CSS und CSS, was ist das? Grundsätzlich, wenn ihr eine Website öffnet, dann habt ihr 3 verschiedene Codesprachen, die da laufen. Einerseits HTML, dann CSS und JavaScript. JavaScript wird genutzt für Animationen, für Validierungen von Kontaktformularen zum Beispiel. CSS für das Styling von Webseiten und HTML eigentlich für die Inhalte. Das gibt eine Website. Soweit wahrscheinlich so klar. Wenn ihr jetzt auf eine Website geht und auf Ctrl-P, Command-P drückt, also eine Website ausdruckt, dann ist das, was ihr nutzt, eine Media Query für Print. Das gibt es seit CSS 2, also schon eine sehr lange Weile. Ich kann also ein zweites Stylesheet schreiben. Ich schreibe das hier in dieses Dokument rein, das aussagt, wie sieht die Website aus, wenn die jemand ausdruckt. Ein klassisches Beispiel ist, die Seite hat einen dunklen Hintergrund mit weißem Text und wenn ich das ausdrucke, möchte ich das nicht haben, dann möchte ich schwarzen Text auf weiß. Das ist so der Klassiker für eine Media Query in Print. Ich habe hier auch noch ein Beispiel, das ist ein Video. Wow, das Video ist super. Macht das Video eigentlich nicht, aber ist egal. Ich habe die Folien dann nachher für euch, ihr könnt es nachher besser anschauen. Das Prinzip ist klassisch, wir haben eine Webseite, eine Newsseite, die hat einen Header, die hat auch gewisse Stylings und die werden so ein bisschen minimiert, wenn man das ausdruckt. Das ist so der Klassiker für die Praxis von CSS 2, für die Media Query von Print. Das ist aber nicht das, was wir meinen mit Print CSS. Denn mit Print CSS meinen wir eigentlich das Paged Media Modul von CSS 3. Also das ist so das, was eigentlich cool ist. Print CSS ist eigentlich nur ein umgangssprachlicher Begriff. Oft meint man damit eben Paged Media Module. Das Paged Media Module kann deutlich mehr als das, was man bei der Media Query kann. Also man kann nicht nur eine Hintergrundfarbe ändern, sondern man kann eben auch das, was Print so braucht, zum Beispiel irgendwelche Sonderfarben, Beschnitt, Fußnoten, irgendwelche Dinge, die man halt vor allem für Print benötigt. Das heißt, das Paged Media Module aus CSS 3 ist für Print geschrieben worden. Spannender Side-Fact ist vielleicht, dass die das Paged Media Module entwickelt haben, die haben auch CSS entwickelt. Also es sind tatsächlich Web-Entwickler, die CSS erfunden haben, die jetzt am Paged Media Module gearbeitet haben. Also finde ich noch spannend, so für unsere Branche das mal so zu überlegen, dass da eine Innovation von Web kommt für uns. Genau. Wenn ihr da noch mehr Infos dazu wollt, habe ich den Link auf die Folien gepackt. Das CSS 3 Page Media Module ist dort sehr gut beschrieben für die Coder unter euch. Genau. Jetzt vorher haben wir, wenn wir eine Website ausgedruckt haben, haben wir das CSS ja eigentlich mit dem Browser gerendert. Das heißt, ich gehe mit meinem Computer auf die Website, klicke auf Befehl P und dann rendert mein Browser irgendein PDF.
Das ist so der Klassiker. Das Problem ist, dass die meisten Browser das nicht gleich rendern. Also wenn Sönke das jetzt in seinem Browser rendert, sieht das PDF ein bisschen anders aus, als das auf meinem Computer aussieht, als es auf seinem Computer aussieht und so weiter. Das heißt, das ist ein großes Problem. Also ihr kennt alle Print, das geht nicht, dass es dann pro Browser irgendwie anders aussieht. Deshalb arbeitet man in Print CSS mit sogenannten Renderers. Ich habe das hier mal so aufgezeichnet. Das heißt, Print CSS funktioniert am Ende so. Wir haben wieder diese drei Dateien, HTML oder in Print CSS manchmal auch XML. Wir haben CSS mit den Paged Media Befehlen und wir haben vielleicht JavaScript, das braucht man in Print CSS zum Beispiel für Diagramme. Und dann generieren wir das und wir schicken das nicht an einen Browser, sondern an eine API, die zu einem Renderer geht. Damit schaffen wir die Möglichkeit, dass das immer gleich aussieht. Also ich richte den Renderer ein, ich schließe meine Datenbank an diesen Renderer an über eine API und weiß dann, dass das jedes Mal gleich rauskommt. Das ist so die Grundanforderung für ein Printdesign, oder? Dass ich weiß, es sieht nächstes Mal auch wieder so aus, wenn ich das rendere. Es gibt verschiedene Renderer, darauf werde ich etwas später noch eingehen. Und über diesen Renderer wird dann ein PDF zurückgeschickt. Das heißt, das Ergebnis ist kein gestaltbares Ding, sondern ein fertiges PDF. Genau. So funktioniert eigentlich Print CSS. Jetzt, was sind die Vorteile davon? Der erste Vorteil ist natürlich, dass wir eine Sprache nutzen können für mehrere Kanäle. Also das, was wir bisher fürs Web genutzt haben, das können wir vielleicht kopieren, ein bisschen abändern für Print. Das ist in der Tat, also in der Praxis, sehr einfach und schnell gemacht. Also wenn wir zum Beispiel schon nur die Standardstile, die Schriftarten, die Farben, die Schriftgrößen, wenn wir das schon nur kopieren können, sind wir deutlich schneller, als wenn ich das alles zum Beispiel in InDesign nachbaue. Das ist einfach so ein kleiner Vorteil. Dann ein weiterer Vorteil ist die Bekanntheit von CSS. Ich persönlich kenne niemanden, der oder die sich Webentwickler nennt und nicht CSS kennt. Also wir haben es hier mit einer Technologie zu tun, die sehr weit verbreitet ist. Natürlich nicht im Printumfeld, aber generell in der IT-Branche sehr weit verbreitet. Und CSS ist auch nicht so komplex wie andere Codesprachen. Also CSS kann man auch ziemlich einfach lernen. Dann ein weiterer Vorteil, der so ein bisschen in eine strategischere Richtung geht, nämlich habe ich eine Trennung von Stil und Inhalt. Vergleichen wir das mal mit klassischen Designsystemen. Da arbeiten wir eigentlich immer mit einer Datenbank irgendwo. Das Wort haben Sie heute und gestern wahrscheinlich 1000 Mal gehört. Wir haben irgendwo eine Datenbank und die spielt ja dann die Dinge irgendwo hin. Und die Gefahr ist immer, dass in klassischen Prozessen dann hier zum Beispiel in einem InDesign noch viel verändert wird. Wir machen noch Korrekturläufe, die dann irgendwie auf magische Weise nicht in die Datenbank zurückgelangen. Und das ist ein Problem. Das Problem haben wir bei Print CSS eigentlich gar nicht, weil wir gar nicht dazwischen greifen können. Also wenn die Inhalte in der Datenbank oder das Stylesheet, die Vorlage, nicht stimmt, dann stimmt auch das PDF nicht. Wir haben also einen nahtlosen Übergang von Inhalt zu Ergebnis PDF. Und das ist manchmal ein Nachteil, weil man eben nicht mehr eingreifen kann. Oft ist es aber eben ein Vorteil, weil es der Prozess gar nicht zulässt, hier irgendwas rumzuwursteln in den Design. Also in unseren Projekten ist es oft ein Vorteil, dass man eben direkt geht und nicht über ein Stilprogramm. Diese Abgrenzung ist vielleicht noch wichtig zu sagen, ich möchte das nicht gegeneinander ausspielen. Es gibt Projekte, da lohnt es sich, InDesign zu nutzen. Auch wir in unseren Projekten binden Datenbanken in InDesign an. Das ist natürlich sinnvoll. Aber es gibt eben Projekte, wo das Design immer genau gleich aussieht. Und da können solche Zusatzschritte über ein Designprogramm eben Umwege sein, die ein bisschen gefährlich sein können oder auch eben einfach aufwendig. Ein weiterer Vorteil ist natürlich der Preis. Der einzige Preis, den Sie zahlen, ist natürlich einerseits das Entwickeln des Templates. Also Sie müssen CSS schreiben, das ist aufwendig, aber ist irgendwann mal vorbei. Und danach haben Sie eigentlich nur noch die Kosten des Renderers, also dieses kleine Wölkchen von eben so. Den hier, den brauchen Sie. Und der
ja, den können Sie eigentlich fast selber wählen und Sie können auch fast selber wählen, wie viel der kostet. Denn es gibt auch Open Source Renderer, Sie können einen eigenen Server einrichten und da gibt es sehr günstige Preise. Also es kommt da auch oft darauf an, wie viele PDFs man generieren möchte. Genau. Aber das ist sicher ein wichtiger Punkt. Diese Preise, die sind eben deutlich tiefer, als wenn wir das zum Beispiel mal mit InDesign Server zum Beispiel vergleichen. Genau. Gibt es bis hierhin eine Frage oder eine Anmerkung? Was sind typische Anwendungsfälle? Werde ich nachher gleich noch zeigen, aber die Klassiker sind wirklich so schematische Darstellungen, Datenblätter, Menükarten. Ich sage immer alles, was sich inhaltlich ändert, aber praktisch gleich aussieht. Der Vorteil bezieht sich dann aber meistens nur auf eine Seite. Oder? Also wenn ich jetzt eine Kombination von 2, 3, 4 oder einen ganzen Strukturbaum machen will, dann brauche ich eigentlich eine Zwischenschicht quasi, wo ich festlege, was will ich denn in meiner Publikation am Ende sehen und was nicht. Das ist eine gute Frage. Das ist ein bisschen eine Frage davon, wie gut die Datenbank ist und wie gut das Print CSS geschrieben ist. Jetzt wir bei Montag arbeiten mit PHP in Kombination zu Print CSS. Das heißt, wir können auch Abfragen generieren. Das heißt, wir haben dann Kategorien oder Post-Types, die wir abfragen und die an bestimmte Orte im PDF packen. Das heißt, hier wird das mit reinprogrammieren quasi, genau. CSS-Abfrage, genau. Quasi. Und das, genau. Ist aber eigentlich eine Datenbanklösung dann. Mhm. Das löst nicht Print CSS. Ja. Genau. Muss man selber lösen. Ja. Aber man kann das schon mehrseitig machen. Ich werde nachher auch noch ein Beispiel zeigen. Man kann auch zum Beispiel Redaktionsplanungen, Blattplanungen ganz gut damit machen. Das Paged Media Module, wie es der Name schon sagt, bezieht sich eben auf Paged Media, also Medien, die Seiten haben. Eine Website hat ja keine Seiten, ich scroll da einfach durch, das ist ja nahtlos. Und das Paged Media Module bezieht sich eben auf die Seiten, das heißt, ich kann sagen, immer nach einem Titel mit dem Tag H3 kommt ein Seitenumbruch. Also da muss man halt dann ein gewisses Regelwerk eigentlich finden und wenn man das hat, dann kann man auch mehrseitig produzieren. Genau. Ja? Welchen Farbraum unterstützt Print CSS? Standardmäßig AGB. Aber es gibt Renderer, die ZMYK können. Ich kenne auch Workflows, die arbeiten mit RGB und dann wandeln sie das in PDF um. Genau. Und eben, das ist sehr abhängig vom Renderer. Es gibt auch so Renderer, die Spotfarben und so Pantone unterstützen und so. Sind dann aber eher so die High-End-Renderer. Okay, dann gehe ich mal weiter. Sind jetzt Print CSS Templates und dieses ganze Print CSS Zeug schon heute nutzbar? Das ist eine gute Frage und meine Antwort ist, es kommt drauf an. Das ist die einfache Antwort. Die längere Antwort ist, dass man natürlich den Use Case anschauen muss. Also wenn die Anforderung ist, dass grundsätzlich mal etwas in den Layout gepackt wird und ich das nachher noch ändern kann, dann wird man mit Print CSS nicht glücklich, weil das ist nicht das Konzept. Ich habe auch schon witzigerweise diverse Male mit Adobe hatte ich Kontakt, ob man nicht Print CSS dann über InDesign nochmal bearbeiten könnte. Aber das geht nicht, weil wir kommen immer direkt ins fertige PDF, oder? Also das muss man sich schon im Hinterkopf behalten, wenn man mit Print CSS arbeitet. Man hat immer das fertige Produkt. Ich kann dann nicht mehr umgestalten. Klar, ich kann das CSS umschreiben, aber dann greife ich halt ins Template. Es gibt aber auch Anwendungsfälle, wo das genau das Richtige ist. Ich zeige euch hier mal diese Seite, wenn euch das interessiert. Das ist eine coole Seite, print-css.rock. Rocks, Tippfehler, korrigiere ich nachher noch. Dort könnt ihr anschauen, welche Funktionen in Print CSS von welchen Renderern unterstützt werden. Auch die ZMYK-Frage wäre zum Beispiel was man hier nachschauen kann. Ich habe jetzt hier mal einen kleinen Screenshot gemacht. Die Seite ist unglaublich lang. Also wenn ihr euch fragt, kann Print CSS eigentlich auch XY, dann schaut am besten dort nach. Das ist sehr aktuell. Diese Seite ist auch, ich kann die vielleicht kurz zeigen, wenn das geht. So. Hier unter Lessons gibt es das und es gibt dann auch für alles Beispiele. Also auf diese Beispiele kann man dann klicken. Wählen wir vielleicht mal hier Hyphenation,
Zeilenumbrüche. Genau. Da gibt es dann PDF-Beispiele von jedem Renderer und ich kann mir das dann anschauen, einmal auf Deutsch und einmal auf Englisch. Das ist jetzt ohne Zeilenumbruch und das ist jetzt mit. Genau. Also wenn Sie sich mal fragen, was funktioniert eigentlich, was funktioniert nicht, dann schauen Sie am besten hier mal nach. Genau. Ich habe jetzt noch zwei Beispiele mitgebracht, wie wir das als Agentur nutzen. Wir selber haben zum Beispiel ein Menükartenprojekt für einen Kunden umgesetzt. Da gibt es die Menükarte einmal im Web und einmal im Print. Die ist jede Woche neu und die wird dann einfach automatisch ausgespielt. Bisher war der Prozess so, dass die Person in der Küche hat das Menü aufgeschrieben auf so einen Notizzettel. Dann ging das zum Sekretariat, dann ging das zu Word, wurde hässlich gestaltet, wurde gedruckt. Und also da will ich niemanden zu nahe treten. Die konnten und hatten keine Zeit dafür. Das war halt einfach zweckgebunden. Und jetzt neu ist es so, dass wir ein Webinterface gemacht haben, basierend auf WordPress, das erlaubt direkt den Personen in der Küche das abzufüllen. Sie haben einfach Textfelder, Montag das, Dienstag das und so weiter. Und dann speichern die das und ab dem Moment ist das PDF gestaltet verfügbar. Also es ist so ein klassisches Beispiel, wo InDesign nur ein Umweg wäre. Ich habe auch hier den QR-Code, da wird das alles nochmal in einem Film gezeigt, wo Sie auch sehen können, wie das Backend aussieht und so weiter. Dieses Rendering, also wenn ich jetzt hier das eingebe und dann sage, mach ein PDF, das dauert 10 Sekunden, inklusive API. Genau. Ein anderes Beispiel kommt eher aus der redaktionellen Welt, das ist eine Redaktionsplanung. Das ist nicht das fertige Magazin, sondern einfach eine Blattplanung oder Redaktionsplanung für die Personen, die schreiben an dem Wellenbrecher, das ist so ein Heft. Und die wollen das immer ausgedruckt nochmal diskutieren. Und sie haben immer die Beiträge halt so mit Befehl P ausgedruckt und dann war das nicht brauchbar. Und dann haben sie gesagt, ja, so ein Inhaltsverzeichnis wäre halt schon auch cool, dann können wir das direkt ausdrucken und ansehen. Und das war jetzt so für sie eigentlich die perfekte Lösung, vor allem weil sie auch an Tag X sich das rausholen können und dann ist das genau die aktuelle, ein aktueller Einblick in die Datenbank auch. Also wenn die jetzt in Echtzeit würden die hier den Titel ändern und das nochmal generieren, dann wäre das halt schon geändert. Das ist auch so jetzt ein redaktionelles Beispiel, wo das funktionieren kann. Hier ist es jetzt auch so, dass eigentlich, wenn man das ganze Projekt anschaut, also den ganzen Wellenbrecher, dann ist das Projekt eigentlich ein InDesign-Projekt, also das, die Inhalte werden erfasst in der Datenbank, landen dann in InDesign und das Heft wird gestaltet. Also Princesses wird hier nur für die Redaktion verwendet. Also man kann das auch sehr schön kombinieren. Man könnte natürlich auch gewisse Artikel, einzelne Artikel als PDF generieren und die dann in InDesign platzieren, weil man für diese Kurzartikel zum Beispiel keine extra Gestaltung macht. Also man kann da auch weiterdenken und sich überlegen, wie kann man die PDFs denn mit InDesign zusammen kombinieren. Dann vielleicht noch eine Antwort auf deine Frage, was ist denn alles möglich? Also ich habe jetzt hier einfach mal ein paar Ideen aufgeschrieben. Es ist natürlich auch mehr möglich. Grundsätzliche Menükarten, auch Kataloge, Datenblätter wären möglich. Wir selber haben gerade ein Projekt, wo es einen Online-Shop gibt und da gibt es auch Datenblätter. Da geht es so um Produktsicherheiten. Dann Jahresberichte sind wir gerade dran. Man kann eben mit JavaScript auch Diagramme generieren. Auch das sehr spannend. Ich gebe nur noch die Zahlen ein und habe dann Diagramme im PDF. Und im Web sind die Diagramme interaktiv, also wir machen keine Bilder mehr. Man kann Projektreferenzen machen und die auch personalisieren. Also ich erfasse meine Referenzen in der Website und sage am Tag X, heute gehe ich zu Kunde Meier und den interessieren sicher diese drei Referenzen. Dann exportiere ich das, kann vielleicht noch den Kundennamen eingeben und dem dann schönes PDF oder so, sogar eben ausgedruckt geben. Hier, das sind unsere Referenzen, die wir dachten, interessieren dich. Also man kann da auch ein bisschen weiterdenken. Auch Personalisierung ist mit PrintCSS sehr einfach, weil es eben mit Platzhaltern arbeitet. Ein anderes Projekt, wo wir auch gerade in Diskussion sind, sind wissenschaftliche Arbeiten, denn auch hier gibt es sehr viele
Vorgaben und es gibt viele Fußnoten und so komplexe Dinge, die halt so ein InDesign-Projekt dann deutlich aufblasen können. Und das wäre mit PrintCSS auch eigentlich ziemlich einfach. Und das Tolle an PrintCSS ist eben, wir haben ja HTML oder XML, das heißt, ich kann das alles auch in der Webansicht anders darstellen. Ich kann eben sagen, die Fußnoten sind im Web klickbar und im Print logischerweise nicht. Auch für Belletristik gibt es PrintCSS, das ist tatsächlich auch schon länger in Betrieb. Viele Kleinstverlage arbeiten mit PrintCSS, um E-Books zum Beispiel zu veröffentlichen. Viele EPUB-Formate werden gerne über PrintCSS generiert, das ist dort schon ziemlich Standard. Genau. Das sind so ein paar Ideen, vielleicht habt ihr nachher noch ein paar Ideen mehr. Genau, für uns ist PrintCSS wirklich so der Way to go für diese super einfachen Designs, die immer gleich aussehen. Die Designs können grundsätzlich so aussehen wie eine Website, also rein kreativitätsmäßig gibt es hier kaum Grenzen. Man kann sehr viel Unterschiedliches machen und das finden wir sehr spannend. Wir werden deshalb in diesem Jahr noch ein Plugin auf den Markt bringen für WordPress, das eben PrintCSS kann, weil wir glauben, dass PrintCSS das Potenzial hat, eben nicht nur von Webtechnologie, sondern zur Printtechnologie zu werden. Genau. Ja, irgendwelche Fragen oder Anmerkungen oder Unsicherheiten? Ja? Wie ist denn der praktische Ablauf? Also ich habe dann ein Web-CSS. Ja. Würde das kopieren und anpassen? Oder wie ist der? Normalerweise hast du zwei Style-Sheets, also zwei getrennte Dateien. Genau. Danach ist der Ablauf so ein bisschen abhängig davon, ob du mit einem CMS arbeitest oder nicht. Es gibt natürlich auch den Ablauf, dass du einfach die CSS- und HTML-Files oder XML-Files irgendwo speicherst und die dann am Tag X in den Renderer lässt. Also man kann ja zum Beispiel aus Word-Dateien auch HTML exportieren. Das heißt, man könnte dann auch aus Word via PrintCSS ein PDF machen. Diese Abläufe, die können ganz unterschiedlich aussehen, aber jetzt bei unseren Projekten gibt es wirklich ein Web-Style-Sheet, das komplett getrennt ist vom Print-Style-Sheet. Wenn wir das Print-Style-Sheet schreiben, dann kopieren wir natürlich diverse Komponenten, die gleich sind, zum Beispiel Branding-Vorgaben. Habt ihr in Kombination mit Typo 3 da schon was gemacht? Mit? Also, du hattest ja von WordPress gesprochen, aber Typo 3, habt ihr da auch schon irgendwelche Projekte gemacht? Nein, also wir fokussieren wirklich auf WordPress. Ich hatte nicht gehört, dass es was gibt für Typo 3, aber grundsätzlich sollte es ja möglich sein. Aber ja, Typo 3 hat ja auch eine MySQL-Datenbank, also genau, sorry. Ein Problem so ein bisschen ist ja oftmals die Vorschau, also dass ich nicht genau weiß, wie es am Ende aussieht, gerade wenn ich das designe. Wie ist das bei PrintCSS? Das ist so. Gleichzeitig dauert das Rendern ja in der Regel nicht lang. Also du sprichst bei 120-seitigen Büchern von einer Renderzeit von 10 Sekunden, wenn du es gut programmierst. Also da generierst du halt dann einfach das PDF. So, ja. Und in der Entwicklung arbeiten wir mit Online-Tools. Da gibt es zum Beispiel PrintCSS.live. Ich kann das sonst auch noch kurz zeigen. So. Wow. Ich habe kein Internet. Ah, da. Ah, ohne Bindestrich. Genau. Das ist dann nicht direkt ein Rendering, sondern eher so ein Vorschauvorgang. Also ich könnte dann hier im CSS-Feld irgendwelche Dinge umschreiben und dann das so nutzen. Genau. Das kann man dann auch exportieren oder speichern, indem man hier auf Share klickt, dann kriegt man so eine ID, die man dann auch teilen kann. Also unsere Coder, die schreiben das so, wenn sie was Neues schreiben. Genau. Hier sieht man übrigens auch sehr schön, wie das Paged Media Module eben diverse Befehle hinzufügt. Also hier wird zum Beispiel die Seitengröße hinzugefügt. Es wird Beschnitt definiert, Seitenränder, wie die erste Seite gestylt ist und so weiter. Also dieses Add Page, das ist eigentlich der Hauptteil, der neu ist im Vergleich zum klassischen CSS. Genau.
Ja. Ihr habt entsprechend ja auch Projekte, die wirklich auch letztendlich als gedrucktes Dokument rausgehen. Ne? Ja. Ähnliche Fragestellung wie beim CMYK, puncto Bilder, die müssen eine entsprechende andere Auflösung haben. Werden die dann nochmal gesondert als Alternative vom CMS in der Datenbank vorgehalten? Mhm. Oder da habt ihr noch irgendwo ein Repository angeschlossen? Ja, bei WordPress arbeiten wir wirklich mit der Datenbank und nicht mit der Webausgabe. Das heißt, wir holen uns die voll aufgelösten Bilder aus der Datenbank. Okay. Das ist möglich. Muss man einfach auch wieder einstellen und ist wieder eine Frage der Datenbank. Mhm. Genau. Aber ist natürlich ein wichtiges Thema. Ja. Ja. Man hat ja gerade bei Katalogen oftmals Content, der halt über mehr als eine Seite sich verteilt. Und ja. Dann hat man ja Sachen wie halt umbrechende Tabellen, Fortsetzungstabellen, Fortsetzungsseiten. Wie ist das denn im CSS gelöst? Das ist sehr renderer-abhängig. Tabellen ist kein Problem in Print.css. Du kannst ja auch auf mehrere Seiten wählen. Wichtig ist einfach, dass du ein gutes Regelwerk findest, damit die am richtigen Ort halt die Seite wechseln. Mhm. Ja, ist dann eher so, da musst du die Datenmodellierung einfach sehr solide haben, dass die halt sauber ist und alle Beteiligten wissen, wie das getrennt wird. Aber grundsätzlich ist das auch lösbar. Muss ich das dann vorher wissen? Also wie die Daten sich dann quasi auf die Folgeseiten verteilen? Oftmals ist das so, ich habe meinen Content und der kann ja durchaus dynamisch sein. Ja. Die Tabelle ist mal länger, mal kürzer. Ich weiß das vielleicht im Vorfeld gar nicht. Ob diese, wie viel von der Tabelle auf der einen Seite bleibt und wie viel auf die nächste Seite rutscht. Ja. Und ich frage, wie dynamisch ist das CSS? CSS ist eigentlich nie dynamisch. Also du sagst einfach dem CSS, wenn du das hast, dann machst du das. Es ist nicht wie JavaScript, wo du irgendwie noch viel rechnen könntest oder so. Was du natürlich immer machen kannst, ist im CMS selber was zu programmieren. So würde ich das jetzt als Nicht-Coder lösen, dass ich sage, okay, ich füge jeweils der Zeile, wo ich einen Umbruch möchte, irgendwie Klassen hinzu. Oder was noch fast eleganter ist, ist, dass du No-Break-Klassen einfügst, dass du sagst, hier sicher kein Seitenumbruch. Der Klassiker ist nicht nach einem Titel vor dem Fließtext ein Seitenumbruch, das macht man nicht. Genau. Gerne. Vielleicht hier noch die Ergänzung. Das ist auch wichtig, dass natürlich das, was in der Datenbank ist, trotzdem kanalunabhängig bleibt. Also 70 Klassen nur fürs PDF wäre dann nicht unbedingt zielführend. Aber das ist eben auch wieder ein Content-First-Thema dann. Genau. Sonst noch Fragen oder Bemerkungen? Okay, dann bedanke ich mich, dass ihr alle dabei wart und ich freue mich auf den nächsten Print Day, der ist ja jetzt schon fast vorbei.